das für ein Geschrei? Michael Vogler, wir hatten gerade ein Date und plötzlich kennt sie mich nicht mehr überhaupt und sie und rastet vollkommen aus. Naja, wer hier ausrastet, ist ja was anderes jetzt, ne? Wo sind hier die Verletzungen? Hat sie welche? Wie haben Sie denn die Verletzungen bekommen? Ja, sie hat mich gekratzt. Moment, Herr Vogler, ganz ruhig. Für mich schien der Herr Vogler doch ein sehr aggressiver Typ zu sein. Und die Geschichte, die er uns erzählt hatte, dass er mit der Frau ein Date hatte und dann hat sie ihn ganz unverhofft im Auto angegriffen, das konnte ich wirklich nicht glauben. Wieso sollte eine Frau, die sich mit einem Mann verabredet, ihn dann auch noch angreifen? Ich habe Angst vor diesem Typen. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin. Wir haben hier einen unklaren Fall. Ich bin hier, genau. Ja, danke. Mein erster Eindruck war, dass die Frau wirklich sehr panisch und ängstlich war. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wer dieser Mann war und warum sie in diesem Auto war. Also, was ist jetzt passiert? Wir sind ausgewesen, ihr ist schlecht geworden und dann habe ich sie Richtung Krankenhaus gefahren. Und auf einmal behauptet sie, sie kennt mich nicht mehr, rastet aus, schreibt mich an, kratzt mir mein Skalp vom Kopf. Hatten Sie ihr erstes Date oder was? So gesehen. Okay, okay. Haben Sie Beschwerden? Was haben Sie für Beschwerden? Mir geht's überhaupt nicht gut. Mir ist übel, mir ist schlecht. Ich habe ein totales Blackout. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nicht, wie ich in dieses Auto reingekommen bin. Ich habe diesen Typen in meinem Leben noch nie gesehen und ich will einfach weg von ihm. Wer weiß, was er gemacht hat? Alles gut. Herr Reuter, unklare Situation, wir wissen das noch nicht, aber tendenziell sehr aggressiver Patient. Von daher würde ich Sie bitten, einfach bei uns zu bleiben. Ja? Ich habe mich letztendlich dazu entschlossen, einen Security-Mitarbeiter hinzuzuziehen, weil nicht nur wir uns bedroht gefühlt haben, sondern offensichtlich auch die Patientin. Und wir wussten überhaupt nicht, was vorgefallen war, sodass wir um unsere Sicherheit besorgt waren. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Svenja. Okay. Ich kann mich nicht mehr an meinen Namen erinnern. Wir gehen erst mal. Was ist denn das Erste, was Sie sich erinnern können? Ich kann mich an nichts erinnern. Wer sind Sie? Ich bin Frau Lange. Ich bin Svea. Ja. Was machst du hier los? Wie kommst du hierher? Woher weißt du, dass ich hier bin? Was ist los mit dir? Du hast mir eine Nachricht geschrieben, dass ich dich abholen soll in der Klinik. Es wird dir irgendwas peinlich und ich soll dich abholen. Weiß es nicht mehr. Mir ist was ganz Peinliches passiert. Kannst du mich bitte gleich aus der Klinik am Südring abholen? Wir machen das jetzt so. Kommst du bitte mit ihm in den Behandlungsraum? Ja, Herr Reuter, Sie bleiben bitte da. Und wir gehen mal zusammen in den Schockraum und gucken alles Weitere jetzt. Halten Sie mich bloß von diesem Typen fern. Es wirkte so, dass die Frau vom Mann aktiv bedroht wird. Und da ist natürlich ganz klar die Priorität dann erstmal bei der Frau, auch wenn der Mann offensichtlichere Verletzungen hatte im Gesicht als die Frau. Aber diese Amnesie hat uns von Anfang an sehr Sorgen gemacht und sollte sich im Verlauf auch noch bestätigen. Legen Sie sich hier drauf, bitte auch anlehnen, sodass wir... Ich hab nichts gemacht, Svea, was ist los mit dir? Wer weiß, vielleicht hat er mir K.O.-Tropfen reingemacht und deswegen weiß ich nichts mehr. Darf ich Ihnen mal die Jacke ausziehen? Sie sind bei uns hier sicher? Ja, wir kümmern uns um Sie. Sie müssen mir nur ein bisschen helfen, indem Sie mir mal erzählen, was passiert ist, an was Sie sich erinnern können. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Jetzt lehnen Sie sich mal ganz entspannt zurück erstmal. Und jetzt atmen Sie erstmal durch, ja? An was können Sie sich denn noch erinnern heute? Ja, dass ich aufgestanden bin, dass ich gefrühstückt habe. Und dann bin ich, glaube ich, zur Arbeit gegangen, aber dann ist alles weg. Wer war dieser Mann vorhin? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Gabi, ich weiß es nicht. Ich habe diesen Typen noch nie gesehen in meinem Leben. Okay, schauen Sie mir mal einmal auf die Nasenspitze, bitte. Sind irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Und Sie haben jetzt noch erzählt, Sie haben ein bisschen Bauchbeschwerden. Stimmt das? Mir ist schlecht, mir ist übel. Ich habe Bauchschmerzen, ich habe Krämpfe. Okay, wir untersuchen Sie jetzt hier in Ruhe. Mhm. Ja, ich würde mir auch ganz gerne, vielleicht können wir gleich einmal die Bluse bitte aufmachen. Ja. Wir wissen ja nicht, was jetzt passiert ist in den letzten Stunden. Ne? Deshalb müssen wir auch ganz schnell jetzt Blut abnehmen, weil wir natürlich Sie auch testen müssen, ob ganz Ihnen frisch. Irgendwas ins Glas gemischt wurde oder irgendwas passiert ist. Ja? Ja, danke. Birgit, deswegen ganz schnell bitte Blut abnehmen und wenn möglich auch ein Urin, dass wir nicht nur den Drogen schnell das machen, sondern auch ganz spezifisch auf K.O.-Tropfen. Ne? Ja. Dieses unklare Bild, was sich bei uns zeigte, da lässt sich natürlich auch in erster Linie an K.O.-Tropfen denken. Und da ist Eile geboten, denn die lassen sich nur einen gewissen Zeitraum im Blut oder Urin nachweisen, sodass es mir ganz wichtig war, dass Schwester Birgit schnellstmöglich das Labor wegbringt.
Gib mal einen Pieks, ja? Können Sie mal bitte einmal mir auf die Nasenspitze schauen, ja? Mhm. Okay, so, jetzt schauen Sie mal auf meinen Finger und folgen dem Finger mal, genau. Gut, okay. So, ich check Sie jetzt ein bisschen neurologisch durch, ne? Einmal die Backen aufpustern. Genau, sehr gut. Die Zunge rausstrecken und einmal zu Ihrer Schwester. Nee, die Zunge. Genau, und zur Schwester Birgit die Zunge einmal. Okay, jetzt gut. Einmal feste die Augen zusammenkneifen, ganz feste. Und die Stirn runzeln. Stirn runzeln, sehr gut, okay. So, dann geben Sie mir mal bitte beide Hände. Vorsicht. Moment. Ja. Und drücken Sie mal feste zu, mit beiden Händen. Okay, Kraft ist auch gut. Dann ziehen Sie einmal hier die Zehen zu Ihrer Nase. Ja, und Gas geben, beide Füße, okay. Wenn man Gedächtnisverlust hat, dann muss man natürlich auch immer an neurologische Ursachen denken, wie irgendetwas, was im Kopf da nicht hingehört oder auch einen Schlaganfall oder andere Ursachen. Offensichtlich war aber mein neurologischer Check unauffällig, sodass wir uns doch eher in Richtung Drogen, K.O.-Tropfen oder Vergiftungen hin letztendlich bewegt haben. Da war jetzt auch keine Einstichstelle oder irgendwas? Also hier war überhaupt nichts, auch am Oberarm, keine Hämatome am Oberarm, nix. Hier auf der rechten Seite. Und Ihnen tut auch sonst nichts weh jetzt, ne? Aber ich habe Magenkrämpfe. Ja, Schwester Birgit, bitte eine Infusion gleich anhängen. Ich würde jetzt mal, wie gesagt, das Blut zackig ins Labor bitte bringen lassen. Ja. Und ich gehe jetzt mal rüber und versuche noch irgendwas zu erfahren, was uns vielleicht weiterbringt. Alles ruhig? Okay. So. Also ruhig mal ein bisschen ruhig bleiben. Und der Ärztin, das alles ist schon ein bisschen sehr aufgeregt. Ne? Das sind aber nur oberflächliche Kratzwunden. Ich habe das schon mal gereinigt. Ja. Guck mal hier auch. Ich habe noch mal nichts drauf gemacht. Ja. Guck dir das mal an. Genau, das sind oberflächliche Wunden. Ne? Das sehe ich auch schon. Genau. Aber viel wichtiger ist jetzt, dass ich von Ihnen wirklich noch mal jetzt in Ruhe erfahre, was passiert ist. Okay. Ja, erzählen also, Sie mal. Svea und ich kennen uns seit geraumer Zeit aus dem Internet. Mhm. Ja. Ich habe bisher eigentlich relativ viel schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Gibt ja nur bekloppte Entschuldigungen im Netz. Und jetzt dachte ich echt mal, eine richtig gute Frau getroffen zu haben. Also sind wir zum Goldenen Vlies gewesen in diesem Gasthof. Ne? Haben dann einen wunderschönen Abend gehabt. Mhm. Unsere Ersten sind uns auch schon echt näher gekommen. Und dann hat sie irgendwann angefangen, Bauchschmerzen zu kriegen, Schweißausbrüche zu kriegen. Und ich wollte sie dann Richtung Krankenhaus fahren. Ich habe mich auch irgendwie gesorgt. Ja. So, und im Auto, als ob sie von der Tarantel gestochen wäre. Von jetzt auf gleich meint sie, die kennt mich nicht mehr, schreit mich an, wird hysterisch, kratzt mir ins Gesicht, macht mir mein Handy kaputt. Naja, und den Rest haben sie mitgekriegt hier vorne. Also das war im Restaurant noch? Da fing sie an, schlechter zu werden, ja. Was sie war noch ganz klar. Was haben Sie denn gegessen? Was habe ich gegessen? Also wir haben einmal den Wein des Hauses beide getrunken. Ja. Und keine Ahnung, was habe ich gegessen? Was deftiges, normale Schnitze, Pommes. Haben Sie beide gegessen? Ja. Begleitung auch. Ja. Und wie viel Wein haben Sie getrunken? Ein, zwei Gläser, nicht die Welt. Nein, ich bin ja noch gefahren. Ja. Okay. So, trotzdem habe ich jetzt auch noch eine Frage, die natürlich immer auch so ein bisschen schwierig ist. Aber in so einem Fall, ja, wir haben hier jemanden, der einfach nicht mehr weiß, was passiert ist. Wir müssen auch über Drogen nachdenken. Was für Drogen? Nehmen Sie Drogen? Haben Sie ihr vielleicht was ins Glas gemischt oder irgendwas? Ich muss das fragen. Ihr was ins Glas gemischt? Sehe ich so aus? Ich trinke mal ein Gläschen Wein, ja, und rauche mal hin und wieder eine Zigarre oder sowas. Aber na gut, das ist aber schon verdächtig, wenn Ihre Begleitung Sie nicht kennt und nichts von Ihnen weiß. Da muss man schon vermuten, dass ihr was unter... Denken Sie jetzt, ich bin ein Schwerverbrecher? Nein, das Thema mit ich meine das noch ganz klar, ich bringe Sie ins Krankenhaus, wir haben einen schönen Abend, sie rastet aus, dass ich da auch irgendwo... Wir können uns das nur nicht erklären. Ja, und ich kann mir das mit dem Security auch nicht erklären. Das ist doch ganz normal, versetzen sich in meine Lage, dass ich jetzt gerade nicht ganz so wohlgestimmt bin. Ich kann den Missmut von Herrn Vogler tatsächlich nachvollziehen, denn im ersten Moment wirkte er sehr aggressiv. Das führte dazu, dass wir wirklich einen Security-Mann mit ins Boot holten. Das klärte sich dann aber nach und nach auf, weil er war wirklich einfach über die Situation so verzweifelt, dass wir ihn hier wie einen Schwerverbrecher behandeln, obwohl laut eigener Aussage er nicht schuldig war. Ich bin jetzt eigentlich der Meinung, dass Sie kein aggressiver Mensch sind. Sie sind in einer Lage, die natürlich sehr schwierig für Sie ist. Das verstehe ich auch. Ja. Wir gucken, wie wir gleich weitermachen. Ja? Ja. Kannst du mal kommen? Ja. Der Frau Krause geht es schlechter. Ja. Ja. Okay. Okay, machst du die Wunden klar, ja? Übelkeit. Ja. Sie hat Magenkrämpfe. Frau Krause. Eben haben Sie gesagt, Sie haben ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Jetzt wird es schlimmer. Ja, und mir ist so übel. Okay, Birgit, mach mal Schema Bauch für die Infusion fertig, dass du ihr das einfach mit da reingibst.
Wir haben eben jetzt, habe ich gehört, dass Sie eben was essen waren. Ja? Von daher würde ich mir jetzt gerne einmal Ihren Bauch angucken und speziell den Magen, ja, um zu gucken, dass Sie da jetzt nicht irgendwie vielleicht eine Lebensmittelvergiftung oder sowas haben. Okay. Ja? Ich würde jetzt gerne mal einen Ultraschall machen, okay? Wir müssen jetzt Schritt für Schritt hier gucken, dass wir das Rätsel hier lösen. So, die Nieren sehen gut aus. Jetzt schauen wir uns mal den Magen an. Mir geht's irgendwie mal schlechter. Das müsste aber gleich ein bisschen besser werden. Nee, hier ist nichts auffällig. Stationäre Aufnahme. Unbedingt. Gut. Wir warten auf die Laborwerte. Ja. Ich bespreche, was ist denn da draußen schon wieder? Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock jetzt? Auf dich. Was denn jetzt? Sie sehen, mir geht's gut. Ich habe ein paar Kratzer. Ja, ich bin durch. Mir geht's nicht schlecht. Mit der Frau habe ich abgeschlossen. Ich kann jetzt nach Hause gehen. Das ist eh schon ein Scheißtag. Warten Sie mal. Schau, ja. Die Rettungsleitstelle hat angerufen, ob wir noch Kapazitäten frei hätten. Es sind Vergiftungen gemeldet worden im Hotel zum Goldenen Vlies. Die Rezeptionistin kam dann und berichtete, dass es noch einige weitere Patienten mit der gleichen Symptomatik aus dem Goldenen Vlies gab, sodass wir wussten, es muss hier mit den Lebensmitteln etwas zu tun haben. Doch wir wussten weiterhin nicht, was hat diese Symptomatik tatsächlich verursacht. Was haben Sie noch mal gegessen? Beide hatten wir den Wein. Ich hatte Schnitzel, Pommes, Suppe. Mhm. Sie hatte ein Salätchen und dann hatte sie noch die Muscheln à la Provence. Muscheln. So, Muscheln ist für mich ein großes Stichwort, Herr Vogler. Bitte bleiben Sie hier noch einen Moment sitzen. Vielleicht entwickeln Sie auch noch Symptome. Vielleicht können Sie uns dadurch helfen, dass wir Ihrer Begleitung helfen können. Ja? Na, meinetwegen. Ich hab's ja hingebracht. Ich will ja jetzt. Genau. Ja. Ne? Ja. Alles klar? Ja. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Okay? Ich habe eine neue Information bekommen. Und zwar hat sie Muscheln gegessen. Okay. Ich rufe jetzt in der Giftnotrufzentrale an und erkundige mich mal. Ja? Ja. Engel aus der Klinik am Südring. Ich habe eine Patientin mit letztendlich einer unklaren Amnesie. Es wurde berichtet, dass sie Muscheln gegessen hat in einem Gasthof, wo jetzt auch einige andere Patienten wohl noch herkommen und über abdominelle Beschwerden klagen. Ja, okay. Und wie müssten wir dann vorgehen? Danke. Darf ich jetzt kurz noch mal nachfragen? Ich meine, mit den Muscheln, das habe ich schon gelesen, dass man da Übelkeit bekommt und so Bauchkrämpfe. Ja. Aber sie kann sich ja an vieles nicht erinnern. Genau. Ich habe jetzt erfahren, dass wir seltenst in Muscheln die sogenannte Domoinsäure haben. Domoinsäure kann dann das ASP auslösen, das heißt Amnestic Shellfish Poisoning. Das wiederum bedeutet, es kann zu reversiblen oder auch bleibenden Schädigungen im Erinnerungsvermögen bleiben. Das betrifft vor allen Dingen das Kurzzeitgedächtnis. Und wir sehen, sie hat im Kurzzeitgedächtnis die letzten Stunden völlig ausgeblendet. Ja. Ich rufe im Labor jetzt an und Sie halten tapfer weiter durch. Sind die Bauchschmerzen ein bisschen besser? Ja. Ja? Okay. Noch kann Dr. Engel nicht absehen, ob Sveas Erinnerung jemals zurückkehren wird. Ihr anderer Patient zeigt hingegen auch zwei Stunden später noch keine Vergiftungsanzeichen. Michael bedauert inzwischen aber, dass er zuvor so hitzig reagiert hat. Jetzt wollte ich vielleicht noch schauen, wie es der Svea geht. Darf ich da mal rein? Oder? Ja, da darf ich Ihnen jetzt nichts drüber sagen, aber ich habe einen Vorschlag. Wir wollten sowieso gerade zu ihr gehen und ich sage ihr, dass Sie hier draußen warten und dann schauen wir mal, wie sie reagiert. Okay. Ja? Warten Sie einfach. Warten Sie noch einen Moment. Mach ich. Komm gleich vorbei und sage Ihnen Bescheid. Ne? Hallo, oh, ganz aufgelöst. Guten Tag, hallo. Ich wache irgendwie nur am Rhein. Ich weiß gar nicht, was los ist. Hallo, Frau Krause. Was ist los? Wie geht's Ihnen? Gerade eben haben Sie noch geschlafen, als ich hier drin war. Ich habe alles kaputt gemacht. Svea, was meinst du denn? Was ist denn los? Nach so langer Zeit treffe ich mal wieder so einen netten Typen. Und er war so toll, so nett. Und wir hatten einen super schönen Abend. Und ich versau's einfach. Also es ist so, dass wir im Blut tatsächlich diese Domoinsäure nachweisen können. Das kommt leider vor, dass das in Muscheln, die importiert werden und nicht richtig vom Gesundheitsamt kontrolliert werden, leider, dass das auch in Deutschland vorkommt. Ja, das Gute daran ist, wir müssen nichts machen, außer sie hier weiter beobachten und Infusionen ihnen geben. Weil dann wird, sagen wir mal vereinfacht, die Säure aus dem Körper geschwemmt. Und viel davon ist schon passiert, sonst würden sie sich nicht dran erinnern jetzt. Ja. Ja? Und soll ich Ihnen mal was sagen? Ja. Der Herr Vogler ist sogar noch hier und hat sich eben nach Ihnen erkundigt. Oh. Er steht vor der Tür. Ja. Echt? Und er hat uns auch gefragt, ob er mal hier reinkommen darf. Ja. Wir wollten natürlich erst mit Ihnen sprechen. Ja. Ne? Sieht aus,
Ja, super sehen Sie aus, aber... Hast du einen Spiegel? Du siehst toll aus. Jetzt mach dir mal hier keinen Gedanken. Soll ich ihn denn mal reinholen? Ja, das wäre schön. Ja. Ja. Also da müssen wir jetzt keine Bedenken haben. Nee, also genau. Ne? Sie werden auch wieder gesund. Alles. Ja, also ich glaube nach und nach. Sie müssen ein bisschen Geduld haben, aber schauen Sie mal, wer da ist. No. Alles gut. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? War ich das etwa? Jo, das weißt du echt nicht mehr. Nee. Oh Mann. Es tut mir so leid, ich habe alles versaut. Ich habe alles vermasselt, es tut mir so leid. Dann treffe ich nach so langer Zeit mal wieder so einen netten Typen und wir hatten so einen tollen, lustigen Abend. Hatten wir, und danach weißt du nichts mehr? Nein. Scheiße. Aber jetzt erkennst du mich wieder, okay? Aber ich erinnere mich jetzt wieder. Okay. Ja. Es ist so schön, dass du noch Passt da schon. Bist. Fast schon. Ich meine, ich fand dich ja echt gut und... Ich fand dich auch echt gut. Ja. Also ich ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles Gute. Und eins kann ich Ihnen sagen, als wir ihr eben gesagt haben, dass Sie hier noch warten und dass Sie draußen sind, da hat sie sich wirklich extrem gefreut. Ja. Ja? Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Svea hat sich vollständig von ihrer Muschelvergiftung erholt und erinnert sich immer noch gerne und vollständig an ihr zweites Date mit Michael. Die Kratzwunden des Bauzeichners sind schnell verheilt und mittlerweile lacht das Paar über seinen unglücklichen Start in eine glückliche Beziehung.